Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 6. So, ich habe euch ja gesagt, warte mal, wo ist denn hier meine Taste? Da ist meine Taste. Jetzt läuft das Spiel auch wieder. So, es ist verdammt warm. Ich habe noch satte 31 Grad in meinem Zimmer. 31 Grad ist nicht so schön. So. Ich habe eigentlich gedacht, ich wollte ja eine Fähre, also ein Fährschiff, hier raufpacken auf die Linie. Ja, habe ich irgendwie nicht gefunden. Ich habe jetzt ein anderes Schiff genommen. Ich hoffe mal, das ist jetzt hier drin. Oh ja, da ist es. Ich werde immer 29 Stundenkilometer. Hm? Was ist das denn jetzt? Ja, genau. Du. Ist jetzt da ganze Ecke größer. Mal gucken, ob das dann auch mit den Schiffen reicht. Lassen wir den mal gerade schnell fahren. Ist jetzt irgendwo einer bald da? Treffen sich hier. Der wird wohl der nächste sein, der da ankommt. Da gucken wir mal, wie riesig das wird. Da wurde beigeschrieben, dass das, weil es so groß ist, wohl, wenn es in den Hafen einfährt, ziemlich crazy Bewegungen macht. Müssen wir mal gucken, wie sich das dann gleich auswirkt. Haben wir natürlich eine Strecke nach Hull. Hier müssen wir natürlich jetzt irgendwie sehen. Schlauer ist ja gewesen, wenn wir das irgendwo dahin bauen, dass wir dann mit dem Bahnhof da rankommen, ne? Weil hier beim Flughafen passiert ja eh nichts mehr. Da ist ja im letzten Jahr nicht einer. Der ist schon tote Hose. Oh ne, ist ja dieses Jahr. Da bin ich gespannt, wie groß das gleich wird. In Notfall bauen wir den um und setzen den vielleicht dahin. Weiß nicht, wie groß deckt der denn ab? Wo geht er denn? Hier vorne nur. Nicht so weit. Also mal gucken. Bin jetzt mal gespannt, wie groß das Schiff jetzt wird. Wenn es hier außen anliegt, geht das ja, selbst wenn es größer wird. Och, das geht ja noch. Jo, das Radar dreht sich jetzt vielleicht ein bisschen schnell. Ah ne, wir sind ja so im normalen Modus. Okay. Ja gut. Ja, kostet 100.000 im Jahr, ist jetzt nicht so viel. Lassen wir das einfach mal. Ja, lassen wir es einfach mal so. Und dann gucken wir mal, wie sich das so auswirkt. Ich möchte das jetzt nur noch so setzen, dass wir einmal das Terminal abreißen. Ich komme mit dem Zug dahin. Ist das ein Flughafen, wo ich die Straße anbauen kann? Kann ich. Das heißt jetzt für mich, wir bauen Straße hier weiter. Bis dahin. Setzen jetzt hier den Hafen hin. Vielleicht geht er da sogar schon ran. Perfekt. Reißen den Hafen ab. Ich bringe das jetzt alles durcheinander. Ja, wahrscheinlich. So. Wenn wir gerade nach Ferry gucken. Ferry 2. Grimsby Nord. Weg. Dafür kommt er denn. Irgendwie komischerweise leckt das Spiel immer extrem. Wahrscheinlich, weil er zu lange rechnen muss, den Fahrtweg hier auf dem Wasser. Ist er dann da? Ja, so. Gut. Aber wir möchten dann nicht an das Terminal. Ich möchte dann schon an das Terminal gehen, das er hier außen anlegt. Sprich, Terminal 6. So. Perfekt. Lassen wir das mal so. So, dann kann die Zeit weiterlaufen. Ändert der jetzt schon seinen Kurs hier oder dreht er jetzt komplett um? Oder was macht er jetzt? Ne, du dreh mal wieder um. Das ist jetzt sein Auftrag. Nee. Nein, umdrehen. Schön. Was machen die jetzt hier? Dein Auftrag war es, glaube ich, auch in die Richtung zu fahren. Genau. Ja, sehr schön. Hier kommt wieder einer. Perfekt. Das sieht ja soweit ganz gut aus. Auch immer jetzt gerade hier hinfährt, aber die Verbindung im Endeffekt ist die gleiche. Er muss halt erstmal seinen Kurs jetzt finden. Er wird da schon irgendwann drauf gehen. So, jetzt reißen wir hier einmal, mal Pause, den Bahnhof ab. So. Setzen den jetzt hier hinten hin. So, sehen wir denn da?
Wir sind einfach mal so frei und machen den mal direkt zweigleisig. Ich weiß nämlich noch nicht, was da mal so kommen wird. Decken tut er den ja. Den dahin. Oh, nicht gedacht. Oh, kommen wir da noch. Kommen wir da noch vorher? Kommen wir. Wo ist denn die Schiene da hinten? Ah, da kriege ich glaube ich schon keine Straße ran. Ah, nee, das wird glaube ich nichts. Doch, so geht's. Alles klar. Reicht. So, haben wir. Das Gleis lassen wir da mal so. Ich weiß nämlich nicht. Oh, wir können das gerade noch ein bisschen weiterziehen. So, und dann können wir jetzt hier die Straße rüber bauen. Zack. Perfekt. So, jetzt müsste ja die Linie, wenn wir ganz viel Glück haben. Oh, wie heißt die denn jetzt? Achso, können wir hier oben mal gucken. Full Airport. Den Airport decken wir nämlich immer noch mit ab. Und jetzt auch noch die Fähre. Wie heißt der Bahnhof? Full Abzweig jetzt. Wir machen einfach mal auf Automatik reparieren. Findet er nicht. So, mal gucken. Er fährt nach Hohltransfer. Heißt, wenn wir den jetzt da reinmachen, hat er das wieder gemacht. Hohltransfer, Zentrum, Zentrum, Transfer, Abzweig. Weiß nicht, ob das jetzt irgendwie, vorkommen wird. Ja. So, er fährt von hier. Nach hier. Nach hier. 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 So. So muss er fahren. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Wo wir natürlich auch mal viele Personen so in Boston hier in der Ecke haben. Weil da fahren natürlich unsere Schiffe jetzt nicht hin. Hier in Boston können wir natürlich auch einen schönen Hafen reinsetzen. Aber okay, das lassen wir jetzt erstmal so. Irgendwie ist das Spiel doch heute wieder leise, oder? Ich habe immer eine unterschiedliche Lautstärke. Vielleicht habe ich auch mein Headset einfach zu leise. Ich weiß es nicht. So. Ja, Stadtplaner am Werk. Ah, no. So gut, dann haben wir das auch. Dauert natürlich jetzt hier ewig, bis dann irgendwann mal die Schiffe da angekommen sind. Damit, also mit 29 Stundenkilometer ist halt einfach schon echt mega langsam. Wartet hier schon mal irgendeiner? Nö. Wahrscheinlich wird auch nie jemals einer mitfahren. Weil nicht in der normalen Geschwindigkeit, das dauert ja ewig. Sind die mit dem Zug schneller. Aber wahrscheinlich ist das Schiff günstiger. So, hier unsere Linie müsste ich eigentlich auch noch mal upgraden. Oh, hier auch interessant. Gerade so rum 5 und 5. Die macht jetzt noch nicht so viel Geld. Das muss ich alles noch machen. Wir hätten, uns steht wahrscheinlich ein großes Bauprojekt an. Das ist, wird unser Bahnhof hier sein. Vielleicht baue ich auch noch einen dritten Bahnhof, aber ich weiß nicht, wo ich den hinsetzen soll. Wir eigentlich nur noch ein Gleis bräuchten. Dann machen wir erstmal ein Autosave. In der Zeit, also wir müssen ja noch irgendwie nach Southampton. Wir müssen noch nach Southampton kommen und wir müssen noch nach Bournemouth kommen. Das sind jetzt noch die Sachen, wo wir noch hinkommen müssen. Wir haben jetzt hier ein Gleis. Ich muss mal gucken, wie die Belegung jetzt hier ist. Also wir haben ja hier Züge, nur die Sichtbahn. So, hier kommt die S-Bahn an, die alle 2 Sekunden hier quasi ankommt. Da kann ich von der anderen Seite nicht noch einen reinschicken. Das wird nicht funktionieren. Das höchste wäre jetzt hier noch der gelbe. Der fährt zwar auch alle paar Sekunden, aber wir hätten hier ganz außen hätten wir noch ein freies Gleis. So, ich könnte das alles quasi ein weiter rüberlegen. Weil zum Zug zum Flug braucht keine 2 Gleise hier. Das äußerste Gleis ist noch frei. Das heißt, wir werden jetzt hier Zug zum Flug umlegen, geht ganz easy. Da muss ich einfach nur hier eine Weiche reinsetzen. Machen wir ein bisschen weiter oben. So. Linien.
Flug zum Flug. So, geht er auf Gleis 14. Und kriegt auch mal eine andere Farbe, dass man das Ding auch mal sieht. So. Perfekt. So, dann haben wir das. Jetzt wäre es ja ganz schön, wenn wir mit dem anderen... Entweder gehen wir von oben jetzt hier quer rüber. Das sieht natürlich auch irgendwann doof aus, aber wir müssen natürlich von dem Gleis, je nachdem, wie weit wir den noch, wie weit wir den noch rüber kriegen, mal gucken. Aber kriegen wir den hier drauf? Problem ist, es geht hier schon bergauf, ne? Und jetzt hier. Das wird noch gehen. Wie sieht das mit den Weichen aus? Das sieht noch schön aus. So, wenn wir uns jetzt das nochmal angucken, können wir den auf Gleis 13 setzen. So. Haben wir das Gleis freigekriegt. Jetzt muss ich das nur noch weiter rüber bauen, dass ich mit dem Intercity auf das Gleis komme. Der Intercity teilt sich die Linie mit dem TGV Hürth bis hier vorne hin. So, von hier darauf kommen ist nicht das Problem. Also ich muss ja schon... Den kriege ich nicht mehr weg. Wenn ich den Intercity hier noch rüberkriegen würde, das wäre ganz gut. Ich kann aber die Weiche nicht weiter nach da setzen wegen der Steigung. Und das heißt... Wir müssen mal gucken, dass wir den hier noch einmal wegmachen. So weit wie möglich hier hingehen. So. Dass wir das nochmal wegmachen. Ich muss jetzt bis da hinten drauf. Okay, natürlich nicht. Dammit. Ach so. Der da noch drin ist. So. Es geht. So, richtig. Nee. Nicht so ganz. Wir kommen ja von dem jetzt an hier. Ich hätte nur auf das rauf gemusst. Das muss weg. Dann muss das im Prinzip ja auch weg. Hier muss ich den wieder reinsetzen. Und den kriegt er jetzt nicht mehr angeschlossen. Weil er natürlich da jetzt so komplett übergepackt ist. So. Ja, wir machen nochmal alles weg hier. Ich weiß nicht, ob die Linien nachher alle noch funktionieren. So, ich muss. Er kommt von hier. Kommt auf dieses Gleis. Okay, so geht's nicht. So. Ich? Das ist jetzt der Intercity hier. Macht wahrscheinlich wieder Probleme, wa? Der muss jetzt halt auf Gleis 12 gehen. So, warum fährt der jetzt hier so doppelt hin und her? Ja. Warum der jetzt hier so doppelgleisig liegt, kann ich nicht sagen. Aber eigentlich funktioniert es wieder richtig. 2 und 10, doch. Müsste jetzt eigentlich funktionieren. So. Den anderen muss ich jetzt natürlich hier noch auf das Gleis legen. Ist jetzt aber nicht das Problem, da kann ich einfach die Weiche hier tauschen. Oder machen wir eine Kreuzungsweiche rein. Ja, so viel dazu. Machen wir es anders. Den tauschen wir einfach. So. Müsste dann der hier sein, ne? Du gehst dann auf Gleis 12. So.
Perfekt. So. Somit haben wir jetzt Gleis 11 frei. So, und mit Gleis 11 müssen wir jetzt eigentlich nach Portsmouth und Southampton fahren. Nur die Frage, wie kommen wir hier raus? Kommen wir hier über alle rüber? Das ist jetzt echt die Frage. Hier kommen halt auch noch alle paar Sekunden ein Zug. Oder vielleicht war das jetzt gar nicht so klug. Wenn wir nämlich das Gleis nehmen würden hier, dann biegt die S, die R, die Regionalexpress 2 geht hier rein. Und mit dem anderen könnten wir dann schon geradeaus auch die Gleise mit benutzen. Und müssen uns dann halt irgendwo hier trennen. Und dann hier rüber gehen. Aber nach hier raus. Die Richtung geht nichts. Die sind einfach zu lang, glaube ich. Da, das ist eigentlich irgendwie. Lass mal die Zeit mal gerade laufen. Mal gucken, ob uns die Züge eigentlich jetzt alle irgendwie hier durch die Gegend springen. Wie sie jetzt alle irgendwie umgedreht haben oder wie auch immer. Auf jeden Fall irgendwie jetzt am Laggen die ganze Zeit immer. Keine Ahnung, woran das liegt. Wahrscheinlich, vielleicht gerade am Rendern bin. So, hier kommt der Itze. Hier kommt einer. Warten auf freie Wege. Auf wen wartet er denn? Weil er da drin steht. Ja, genau. Er haut jetzt ab. So, dann müsste er jetzt eigentlich gleich losfahren können, ja? Ja. So. Natürlich cool, der schlängelt sich natürlich jetzt hier schön durch. Er ist aber auch schon alt, oder? 30 Jahre, ja, hat auch nicht. Er hat seinen Schimmer auch verloren. So, und dann schlängelt er sich wieder raus. Das ist ja eigentlich perfekt. Das gefällt mir wohl. Battery low. Oh, battery low, habt ihr wahrscheinlich gerade gehört. So. Wo sind denn die anderen jetzt hier? Da hinten kommt jetzt einer. Der müsste jetzt ja eigentlich dann auch easy hier reinfahren. Das dürfte ja eigentlich alles gar kein Problem sein. So. Oder wir nehmen jetzt das Gleis hier. Das können wir ja auch nehmen, ne? Hier hält der Itze an. Dann haben wir jetzt hier das lange Gleis, was hier drunter herstängelt und dann hier weggeht. Ich weiß es doch auch nicht, Mensch. Ja, auch nicht schlecht eigentlich, ne? Problem ist, jetzt haben wir dann noch drei Gleise hier. Und wir wollen nur noch Fernverbindungen machen. Ich weiß zwar nicht, wie wir das alles realisieren wollen. Weil dafür hätten wir die Fernverbindungen auf der Seite haben müssen und die anderen auf der Seite. Aber gut, das ist natürlich jetzt von Beginn an ein Konstruktionsfehler gewesen. Das Problem, man weiß ja nicht, wie die Städte sich immer so entwickeln. Und wenn du dann da am Bauen bist und dann auf einmal merkst, oh Kacke, das geht ja so alles gar nicht mehr richtig auf, dann ist halt immer schlecht, ne? Die Kamera mal ein bisschen tiefer noch. So, so ist besser. Ja, ich glaube, wir machen jetzt, obwohl wir jetzt hier alles umgebaut haben, was jetzt alles irgendwie doch ein bisschen useless war. Das ganze Weichenvorfeld, vielleicht reiße ich das alles nochmal komplett ab irgendwann mit euch und mache das nochmal neu. Keine Ahnung. Dann nehmen wir jetzt doch das hier. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Gut, dass wir darüber gesprochen haben, ja. So. Mal so lang, dass wir die Brücke hier nicht mehr haben. So, und dann würde ich sagen, teilen wir uns jetzt hier dann auch auf. So, dass wir dann hier, dass wir den Berg hochfahren können.
Wir können natürlich jetzt hier auch den anderen ICE noch draufsetzen, ne? Vielleicht war das jetzt auch gar nicht so schlau, was ich hier gerade gemacht habe. Jetzt erstmal so weit den Berg hochfahren. Oder denn jetzt überhaupt? Warte mal, sollen wir den Tunnel hier mal auswählen? Den. Den? Den. Dann wählen wir die Brücke aus. Und wir wählen diese Brücke aus. So. Eigentlich ja schön geradeaus die ganze Zeit. Ja. Also die Stadt hat ja auf jeden Fall schon mal irgendwie hier... oh Gott, die wird ja mal kleiner. Die Leute verlassen Portsmouth. Portsmouth. Also hier war mal das Leben. Hat hier mal geblüht um den See herum. Aber anscheinend ist das Leben gestorben. Genau wie hier. Wir verlieren Leute. Im Prinzip brauchst du hier nur einen großen Bahnhof hinsetzen. Im Prinzip brauchen wir hier in der Mitte nur einen großen Bahnhof hinsetzen, ne? Was haben wir hier mit zwei Bahnhöfen? Ja. Ist ja so, ne? Dann lass uns mal gerade gucken, wie unser Zug ist. Oh, wir sind schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Egal, das gucken wir uns nochmal gerade an. Dann nehmen wir da nämlich auch einen Itze. Aber es wird dann wahrscheinlich der T, ne? Den hier könnten wir nehmen. Ja, kann. Der ist 331 Meter lang. Alles klar. Dann kann ich auch mal überarbeitet nehmen. Auch wenn der erstmal überhaupt nicht irgendwie... Aber der ist auch 331 Meter lang. Fährt allerdings doch 280 Stundenkilometer. Gut, das nehmen wir den hier. Der fährt nur 230. 180 Meter lang. Hm. Das ist der normale, den wir im Moment haben. Der ist 180 Meter lang, kann nur 105 Leute transportieren. Wenn wir davon zwei Stück nehmen. Ja. Aber wenn wir jetzt zwei zusammenpacken, sind wir halt bei 360 Metern. 361 Metern. Wie viel? Der kann halt 361 Meter. Da kann ich dann halt auch den dicken dann draufsetzen, ne? Der hat jetzt 130. Zusammen sind wir dann bei 260 Meter. Können wir es eher so machen? Gehen wir auf 330 Meter, das ist eine echt blöde Länge für den großen ICE. Muss ich mir mal überlegen, was wir da machen. Wäre natürlich cool, wenn wir den hier draufsetzen, auch wenn das eine, ja, eigentlich eine verdammt kurze Strecke ist. Aber egal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen für heute. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschalten würdet. Und bis dahin, haut rein. Tschüss.